Servus, Freunde aus Calama in Chile. Kennt ihr nicht? Ist nicht schlimm, ist auch nicht wichtig. Hier wollten wir eigentlich gar nicht hin. Hier gibt es aber den Flughafen, von dem man aus nach San Pedro Atacama, Schrägstrich in die Atacama-Wüste kommt. Da wollen wir hin. Jetzt sollte man meinen, dass wir nach so langer Reisezeit so erfahren sind, dass uns keine Fehler mehr unterlaufen und wir immer wissen, wie wir am billigsten zu unserem Zielort kommen. Das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen nur, dass San Pedro der Atacama anderthalb Stunden von uns entfernt ist. Senta hat gedacht, ich habe mich vorbereitet, wann der Bus und von wo vor allem abfährt. Ich habe gedacht, Senta hat sich vorbereitet. Jetzt ist keiner vorbereitet, weswegen wir uns hier wahrscheinlich ein teureres Trans-VIP-Ticket aufschwatzen haben lassen. Eigentlich gibt es hier in Calama Stadt, die mit dem Taxi aber auch nur für einige Pesos zu erreichen ist, eine Busstation, von wo aus ein billiger Bus nach San Pedro de Atacama fahren soll. Wir haben uns jetzt hier für einen Shuttle direkt vom Flughafen mit Trans-VIP entschieden, zahlen wahrscheinlich ein paar Pesos drauf. Ist uns wurscht, dafür haben wir hier Lounge Access. Der sieht dann so aus. Na? Es gibt kostenloses Trinkwasser. Echt? Und eine instabile Couch. Das war echt die geilste Lounge, die wir bisher hatten, ne? Ja, es sind nur noch 4 Personen to go, bevor wir unseren Privatshuttle genau starten können. Wir müssen jetzt praktisch warten auf weitere Flugzeuge, die hier so im 20-Minuten-Takt eintreffen, dass wir 8 Leute sind. Wer sind die ersten 2? Jo. So, wir sind jetzt angekommen, haben in einem super niedlichen Hostel eingecheckt und der Besitzer Gustavo, sehr, sehr cooler Typ. Sehr, sehr nett. Wahnsinnig farbenfroh, deswegen auch so viele Farbenhostel. Stimmt. Senta hat sich ein bisschen hier gerade mokiert über das Bett. Es wäre zu kurz, aber ja, gerade du. Gerade du. Ich könnte auch wieder quer schlafen, aber für dich. Ja. Das sieht sehr nett aus, das Zimmer. Wir zahlen jetzt hier. San Pedro de Atacama ist nicht ganz günstig. Wir zahlen jetzt hier trotzdem 30 Euro die Nacht. Ein bisschen mehr, aber dafür haben wir sogar ein eigenes Bad. Was auch vollkommen ausreichend ist und sauber. Und eine kleine Dusche sogar hat. Sehr schön. Jetzt machen wir Siesta. Ja. Und dann geht's raus. Was essen. Okay. Du machst Schritt 2 vor Schritt 1. Hier besonders gut der Stil hier der Gebäude in San Pedro. Sind nämlich alles Lehmhäuser, die flach gebaut sind. Ja, ich glaube, traditioneller Stil ist das hier in der Wüste. Und wir haben noch keine großen Hotelbauten gesehen. Das ist immer ganz schön. Es wirkt dann halt alles viel familiärer. So, wir haben uns jetzt für übermorgen einen Mietwagen gesichert. Für morgen werden wir gleich noch irgendwelche Touren buchen. Wir wissen noch nicht genau welche. Und jetzt haben wir aber erstmal uns was zu essen gesucht. Und was richtig cool ist hier in Südamerika. Wird schon mal richtig gut, wir haben schon gehört. In Südamerika isst man nämlich immer Menü. Wir können uns jeden Tag Menü leisten. Wir kriegen immer eine Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Meistens Getränk sogar auch noch inkludiert. Hier ist es sogar noch ein bisschen teuer, weil es halt nur ein Touri-Ort ist. Also wir zahlen jetzt irgendwie 8 Euro, glaube ich. Ja. Aber für 3 Gänge, die zeigen wir euch dann gleich, wenn sie kommen, in Santiago haben wir nur 5 Euro oder manchmal sogar nur 4 Euro bezahlt für 3 Gänge. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut an Südamerika. Essen ist wichtig. Ja, Essen macht happy. Ja. So sieht jetzt der erste Gang aus, die Vorspeise. Ich habe eine Ceviche, das ist roher Fisch mit Zwiebel und so Süßkartoffelchips. Und Senta, weil leicht angeschlagen im Hals, hat sich eine warme Suppe gegönnt. Ja. Schöne Hühnerbrühe oder Rinderbrühe, ich sehe den Fleisch. Perfekt. So, weiter geht die Schlemmerei. Ja. Unsere Senta hat eine riesige Nudelportion mit Champignonsauce. Sieht sehr lecker aus und bei mir sieht leckerer aus, muss man schon sagen. 2 fette Brocken Rindersteak mit Pommes, Salat, Soße. Ich habe noch ein bisschen Limone zum Würzen. Guten Appetit.
Und zu guter Letzt, auch wenn der Magen nicht mehr viel hergibt, das Dessert. Nachtisch geht immer. Na gut, vor allem so ein kleiner wie du hast. Aha. Ich habe deinen enttäuschten Blick schon gesehen. Mein Vanillepudding ist etwas größer. Klasse statt Masse. Was? Klasse statt Masse. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer ersten Tour hier in Atacama und zwar machen wir uns auf in das Valle de la Luna. Das Tal des Mondes. Für alle, die nicht so perfekt Spanisch können wie ich. Ja. Wir sind jetzt gerade bei dem bekannten Viewpoint, die drei Marien. Und man sieht eigentlich ganz schön hinter mir, die ganz links, die ist praktisch auf dem Boden kniend und am Beten. In der Mitte hat die Hände zur betenden Geste und die rechts ist auf den Knien und betet. Das ist wie wenn du auf der Wand machst. Ja, salzig. Ja? Voll gut. Besser als manches Salz. Kann man den so in den Mund nehmen und... Bist du blödchen? Der ist nicht zu 100% reines Salz. Was auch interessant ist, was unsere Guidin erzählt hat, ist, dass hier oben an der Oberfläche ist natürlich alles verunreinigt und sind verschiedene Schichten und viel Sand und durch den Regen. Aber wenn man gräbt, ist es bis zu 900 Meter reines Salz. Um San Pedro herum gibt es 24 aktive Vulkane. Einer davon ist dieser malerische Vulkan da hinten, der uns schon gestern in der Stadt aufgefallen ist. Der misst stolze 5900 Meter und ist, glaube ich, der größte, zumindest den, den man jetzt von hier sehen kann. Wir sind jetzt zum Sonnenuntergang ins Valle de la Marte gefahren. Habe ich das richtig gesprochen? Valle. Valle de la Marte. Ja. Und das heißt so, weil der gleiche Belgier, der auch die Valle de la Luna benannt hat und hier geologische Forschung angestellt hat, hat auch hier das andere Tal benannt. Und das heißt eben deswegen Marte, weil Marte auf Deutsch Mars bedeutet. Und es sieht ja auch so ein bisschen wie eine Marslandschaft aus mit all den roten Steinen. Vor allem wo die Sonne tiefer steht, ja, leuchtet das schön rot. Und wir kriegen jetzt gleich einen Tisch aufgebaut und irgendwelche Snacks serviert. Und einen Wein. So, nach unserem coolen Ausflug ins Valle de Luna haben wir gestern Abend noch spontan eine Stargazing-Tour gemacht. Hier in Atacama ist der Himmel besonders klar und die Luft besonders trocken. Deswegen ist es einer der besten Orte, um Sterne zu sehen auf der Welt. Und es gibt hier auch das berühmte ALMA Observatory, eines der größten Teleskope der Welt. Wir hatten gestern ein bisschen Pech, es war leicht bewölkt. Deswegen haben wir die Sterne nicht ganz so krass gesehen, wie wir es eigentlich erhofft haben. Und es war auch zu dunkel zum Filmen, deswegen gibt es auch leider keine bewegten Bilder von. War auf jeden Fall trotzdem ein cooler Ausflug, den wir nur empfehlen können. Und heute haben wir uns ein Auto gemietet für 2 Tage. Eigentlich einen kleinen Two-Wheel-Drive nur gebucht. Der hatte aber eine leuchtende Öllampe, deswegen haben wir ein Upgrade bekommen. Auf dieses Prachtstück. Auf ein Pickup. Let's go. Wollte ich schon immer mal machen. I found my heart again.
were standing there, you bravely let me in. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Laguna Visconti. Alleine mit unserem schönen, schicken Pickup. Und schön gerade halten die Kamera. Es tut mir leid, wir fahren gerade über eine Waschbrett-Schotterstraße. So sieht die Straße übrigens aus. Also es geht hier schon machbar, es wäre auch ohne Allrad machbar. Ja. Aber ich glaube, komfortabler ist es schon deutlich. Ja. Wir hatten halt einfach Glück. Ja. Sehr schön. Wir sind jetzt an der Laguna Visconti angekommen. Und es sieht einfach nur spektakulär aus. Schaut euch mal diese Farben an. Hätte ich nie erwartet, dass hier oben so ein knallblauer See-Lagune zu finden ist. Und was ganz besonders cool ist, da unten, da direkt am Wasser, sind sogar ein paar Alpakas. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. So, wir müssen revidieren. Wir haben es gerade schon durch die Kamera gesehen und jetzt auch hier beim Schild, dass es sich beim Tierchen nicht um Alpakas handelt, sondern um Vicuñas. Kennen wir die? Noch nicht, jetzt kennen wir sie. Ja. Wir sind hier vom Winde verweht bei den Piedras Rojas, den roten Felsen, wie man da hinten erkennen kann, und sind hier gerade im Dreiländereck. Also da nicht weit weg ist Bolivien, ein paar Kilometer in die Richtung, nicht weit ist Argentinien. Hier sind wir gerade noch in Chile an einem Salzsee und da steht die Senda, die ist halber vom Winde verweht. Abgesehen vom Wind ist ja mega schön. Komm. So, wir wollten jetzt eigentlich noch zur Laguna Chaxa fahren. Da gibt es auch ein Flamingo-Reservat und das ist eine der Hauptattraktionen hier in Atacama. Aber leider ist die Straße gesperrt. Das haben wir vor 3 Tagen schon mal gehört, aber da hieß es, dass sie bald wieder aufmachen soll. Jetzt hat sie immer noch nicht offen. Und wir sind 50 Kilometer One-Way umsonst durch die Wüste gefahren.
Wir sind jetzt mitten in der Sala de Atacama und sind jetzt an der Laguna Tebenquiche geschrieben. Und ja, schon mal unsere erste Salzlagune, die wir so sehen. Unsere erste Salzfläche sieht mega schön aus. Und interessanter Fakt ist, hier leben Mikroorganismen drin, die dafür verantwortlich sind, dass es Leben heute auf der Erde gibt. Und die leben bis heute. Hatten wir in Australien schon mal, oder? Ja. Was uns hier in der Gegend um Atacama auch gut gefällt, ist, dass so wenig Menschen eigentlich an den schönen Orten sind. Also das hat man eigentlich selten, so eine Kombination, tolle Landschaft und viel Ruhe. Ja.